Hallihallo, liebe Leute, der Zaunpfahl hier und wir haben schon eine halbe Ewigkeit kein Hearthstone mehr hier im Kanal gespielt. Und dieses Wochenende, oder vielmehr diese Woche über schon, gibt's mal wieder mein Lieblingskartenchaos. Und zwar zu viele Portale. Das heißt, quasi alle Karten, die man in die Hand kriegt, sind magische Portale, die zufällige Gegner herbeirufen. Und dazu gibt es noch, ich glaube, vier oder sechs Klassenzauber. Und das ist ein wunderbarer Spielmodus, wie ich finde, weil man keine Ahnung hat, was einen erwartet. Und auch, nicht so wirklich taktisch spielen kann, sondern es tatsächlich einfach nur rein Glück ist. Also mögen RNGesus gegen Rexa! Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Nochmal. Mögen RNGesus und das fliegende Spaghetti-Monster mit uns sein, dass wir hier vielleicht tatsächlich mal gewinnen. Ihr habt es ja da im Titelbild schon gesehen. Ich habe schon so einige Partien hier gespielt. Die letzten Abende, weil es einfach lustig ist. Und auch immer wieder schön kuriose Situationen entstehen, je nachdem, was für Gegner man hier herbeigerufen bekommt. Schauen wir mal. Dinge ist durstig. Ei, ein Berserker. Oh, das ist interessant. Und der Farbe nach müsste das eine Druidenkarte sein. Glaube ich. Das ist es halt. Man kriegt auch Klassenkarten von ganz anderen Klassen mit in die Hand durch dieses Portal. Das ist schon ganz witzig. Aha. Bon, 5-4, der hat 2. Ja. Nehme ich. Verleiht eurem Helm plus 2 Angriff. Ne, das hilft mir noch nicht. Um den Berserker hier loszuwerden. Obwohl zusammen mit der Eislanze. Ach nee. Richtig, der friert den ja nur ein, der macht ja keinen Schaden. Es sei denn, ich würde die Frostnova auch noch spielen, aber das ist ja dann irgendwie. Nee, das lohnt sich nicht. Den Knappen. Ach nein, den Ritter. Na, erstmal ein Portal. Kernhund. Nicht schlecht. Yeah, was mache ich? Ich nehme den Knappen. Den Ritter. Bereit, mein Herr. Und dann, was haue ich? Ja. Immer schön aufs Gesicht. Mal gucken, was wir jetzt für legendäre Karten noch in die Hand kriegen. In der letzten Partie hatte ich Nosdormu, den Drachen, der die Zugzeit auf 10 oder 15 Sekunden verringert. Autsch. Und der ist in diesem Spielmodus höchst gemein, weil die Animation von diesem Portal so scheiß lange dauert. Ha, ein Geheimnis. Was könnte das wohl sein? Ich weiß es nicht. Wenn ihr darauf besteht. So. Erstmal den Berserker weghauen. Jeeves. Na. Ich bin bereit.
Jeeves ist egal. Schauen wir mal, was das ist. Eine Irreführung. Hm. Nein! Das war gemein. Ein Max-Panzer. Hilft mir jetzt gerade aber nicht. Ja, jedenfalls Nostormu. Hat man es dann gerade noch geschafft, so einmal das Portal zu spielen. Wenn man schnell war, noch die Kreatur dann hinterher. Aber dann war der Zug auch schon wieder vorbei. Obwohl man eigentlich noch drei Karten vielleicht hätte spielen können. Das ist irgendwie... Nee. Normalerweise arbeite ich allein. Oh. Gute Taktik. Gefällt mir nicht, was der da veranstaltet. Erhaltet eine Kopie jedes befreundeten Dieners auf die Hand. Hm. Interessant. Echo von Medivh. Das muss eine von den neuen Karten aus dem Turnier sein. Ja. Ich beseitige jetzt erstmal diesen blöden Entführer. Weg mit dir. Und was kriegen wir? Ansturmspott 1-4. Was zum Henker ist denn... Was zur Hölle ist das denn für eine sinnlose Karte, bitte? 1-4. Ansturm und Spott. Mögen meine Vorfahren über mich machen. Und das ist noch nicht mal ein Mech, obwohl der so ein bisschen so aussieht. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Einfach nur ein... Warte, was kostet der Affe vom Jäger? Ach nee, ist eine allgemeine Karte, glaube ich. Was kostet der Affe? Kostet der mehr oder weniger als dieses Vieh? I don't know. Aber ich glaube, der kostet auch 3. Oder kostet er nur 2? Haben die den genervt? Hm. Und ich denke, ich stelle mal kurz die Musik, die Lautstärke noch ein bisschen runter. Ansonsten kann ich das ja auch im Post machen, aber es ist mir gerade hier auf den Ohren dann doch etwas zu laut. Hm. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, da deinen Taurenkrieger zu triggern? Ich habe nur noch 10 HP. Wie ist das denn passiert? Egal. Erstmal das Ding wegmachen und dann das Ding wegmachen. Und dann können wir den Kernhund spielen. Und ein Portal. Machen wir erst das Portal. Nee, nee. Kernhund. Schönen großen, dicken Angriff. Und er kann dem im Moment zumindest nicht wirklich was entgegensetzen. Es sei denn natürlich, er kriegt jetzt durch das Portal irgendwelche coolen Sachen. Ansonsten habe ich in der nächsten Runde erstmal 16 Schaden und dann sind wir... Ja, das reicht noch nicht ganz. Was hat er? Oh, Mal des Jägers. Auf dem Panzer. Hä? Okay, ich bin tot. Lass mich das machen. Hm. Oder auch noch nicht ganz. 6, 7, 9. Gut. Portal. Und ein... Faszinierend. Okay. Machen wir das. Und das. Und das. Und hauen ihm ins Gesicht.
Und jetzt wird's spannend. 19, 14. Okay, 15. Ich habe genau die tödliche Anzahl an Schadenspunkten. Oder? 9, 10, 14 und hier 15. Ja. Ich frage mich, ob... Ich habe den Tiger im Tempel. Du nicht nehmen, Schneeball! Okay. Hast du jetzt noch irgendwas gezogen, was dir hilft? Nein. Schade. Tada! Gewonnen! Sehr schön. So, und ich will ja mein Magier-Quest noch voll haben, damit ich endlich mal diese 700 Gold zusammen habe, um mir den nächsten Flügel vom letzten Addon noch zu kaufen. Den Schwarzfels? War das Schwarzfels? Ich glaube ja. Ich bin nämlich zu faul dafür, Geld auszugeben. Und habe allerdings mein letztes Gold in ein paar Turniere vom Kartenpakete für das große Turnier investiert. Und deshalb hinke ich da noch ein wenig hinterher. Oh, Spiegelgestalt. Ich glaube, das behalte ich. Ja. Ich denke, das war eine gute Wahl. Normalerweise tausche ich auch immer eine von den drei oder vier Startkarten von dem Portalen aus oder am Anfang. Beziehungsweise gebe sie weg. Meistens kriegt man dann nur ein anderes Portal dann für, aber eben hin und wieder auch einen von den Klassenzaubern. Und die können durchaus mal nützlich sein hier. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum benutzt ihr denn nicht die Münze und dann direkt das Portal? Ja, um irgendwie... Ach du Scheiße. Ein Illidan. Um... sowas machen zu können. Didim. Weg ist er. Seht ihr? Dafür lohnt es sich, die Münze aufzuheben. Es tut mir leid. Grüße. Warum kosten die Magiergeheimnisse eigentlich 3? Haben die das geändert oder war das schon immer so? Toshley, wer bist denn du? Kampfschrei und Todesröcheln. Fügt eure Hand ein Ersatzteil hinzu. Und was bist du? Flammenleviathan. Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Okay. Ich würde sagen, den Toshley spielen. Und mal gucken, was das Portal ausspuckt. Ein Kriegsbot. Ein Gnom kennt keiner mehr. Rückspuler. Kampfhandlung registriert. Hilft mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Was mache ich mit dem? Gesicht oder den komischen Panzer? Gesicht. Komischer Panzer stirbt zwar nicht, aber mit dem Toshley. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Aber, naja. Ah, obwohl, der ist Priester. Nee.
Hat er noch 2? Heilt ihn wieder für 2? Ist er auf 4? Ja. Oder er macht das. Oh, ein Pyroschlag. Faszinierend. Kann ich nur leider gerade nicht wirklich was mit anfangen. Ja. So. Geheimnis und Arkanist sind 4. Ja, das passt. Igitt. Das war's. Wait, habe ich jetzt Spiegelgestalt? Ja, sehr gut. Huh. Ausgeburt der Schatten. Inspiration fügt jedem Helden 4 Schaden zu. Inspiration ist ja hier vom großen Turnier, die neue neue Mechanik, Spielmechanik. Und wird jedes Mal ausgelöst halt durch die Heldenfähigkeit. Ich muss das Land bewahren. Und ja. Bringt den Arkanisten zum Schweigen. Das hält die Zukunft bereit. Igitt. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, als erstes machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir ein Portal. Messerwerfer. Nicht schlecht. Noch ein Portal. Der schwarze Ritter. Sehr cool. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Hört ihr etwa Angst vor der Dunkelheit? Ja. So. War das jetzt die richtige Wahl? Ich weiß es nicht. Hallo? Ah. Ja, das funktioniert. Leider hast du keinen Spott, du blöde Heulenbestie. Du hast Spott. Na, das ist ja herzallerliebst. Wilder Pyromant. Das ist, Ja. Niemand kommt an mir vorbei. So, Messerwerfer. Ha, geht genau auf den richtigen. Warte, und du fügst allen Dienern Schaden zu. Okay, dann machen wir das. Dann tötet er sich immerhin auch selber. Dann töten wir das. Und Eisblock? Nee, lohnt sich noch nicht. Duplizieren? Ja. Den schwarzen Ritter klonen. Das ist eine wunderbare Idee. Dann war zwar jetzt der Feuerball ein wenig doof, aber egal. Okay. Eure Heldenfähigkeit wird so verursacht 2 Schaden. Okay. Ja, da gibt es dann noch diese andere Karte. Wo der alle Heilfähigkeiten umdreht. Gut gespielt.
Doch ja. Ich bin unbesiegbar. Nehmen wir den Eisblock jetzt, den. Ja, doch, Eisblock auch noch dazu. Wilfried Zischknall. Geiler Name. Karten, die er mit einer Heldenfähigkeit zieht, kosten 0. Krass. Für den Hexenmeister. Das ist eine sehr nützliche Karte. Verursacht 4 Schaden. Huh. Wie praktisch. Aber ich habe diese Kontrolle. Schattenschlag. Ich bin unbesiegbar. Puff. Such dir aus, was du angreifen willst. Ich hoffe mal, er nimmt den schwarzen Ritter. Müsste er eigentlich. Obwohl er ist so oder so. Wenn er auch nur einen zusätzlichen Minion zu dem Shadowpan-Reiter am Leben lässt, ist er tot. Und er nimmt den Drachen. Na gut. Ach ja, er hat ja seine Heldenfähigkeit. Schön. Einmal, ja, obwohl das hat funktioniert, ne? Alle Diener tot. Wobei ich hätte natürlich auch einfach den Pyroschlag spielen können. Naja. Naja. Macht durchströmt mich. Hä? Ihr habt mich besiegt. Psst. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Aber er hat anscheinend vergessen, dass er seine Heilfähigkeit nicht mehr heilt. Auch spannend. So, was sagt die Uhr? Ja. Die Uhr sagt, eine Partie geht noch. Und Moment. Habe ich jetzt noch irgendeinen Quest? Nein! Oh. Magier? Mit was könnte ich denn aufsteigen? Hexenmeister. Hexenmeister ist nah dran. Aber Hexenmeister habe ich schon so viel gespielt. Ich glaube, ich nehme mal den Priester. Nehme ich mal den Priester. Auch wenn eigentlich hier in dem Modus die Klassen ein bisschen im Vorteil sind, die direkten Schaden machen können. Also Druide, Magier, Krieger kriegt Rüstung. Druide und Magier. Ja, also gegen Diener. Jäger, klar, aber der kann ja erstmal nur den Helden treffen. Anduin gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Das Licht wird den Sieg bringen. Legt eine Kopie eines zufälligen Dieners aus dem Deck eures Gegners auf das Schlachtfeld. Ja, das ist total sinnvoll, liebe Leute. Diese Karte in dieses Deck zu packen. Oh Mann. Ein Deck, in dem überhaupt keine Diener drin sind. Sinnlose Karte. Was soll das? Furchtbar. Irgendwann werde ich sie wieder ziehen und dann nimmt sie Platz in meiner Hand weg. Oh, zwei Karten aus dem Deck des Gegners rauben. Juhu! Mehr Portale. Ein Edwin van Cleef. Die Bruderschaft wird ziehen. 4-4. Nicht schlecht. Gut, ich hätte noch die Münze und dann wäre er 6-6. Na. Aber da hätte ich die Münze verschwendet. Narrk! Ah!
Entschuldigung. Möge das Licht euch verbrennen. Genau. Dafür werdet ihr büßen. Stellt 3 Leben wieder her. Ha. Auch nicht schlecht. Jeder Spieler erhält einen Mana-Kristall oder jeder Spieler zieht eine Karte. Ah, die weite, weite. Nehmen wir Mana. Macht das Ganze ein wenig interessanter. Und schneller. Vielleicht hätte ich den aufheben sollen. Für irgendwas Großes, Böses. Oh. Okay. Hat aber nur ein Portal verloren. Das ist, glaube ich, dann relativ Wurst. Hä? Na gut, so gesehen bringt es ihm nichts, wenn er meinen angreift. Windzornüberladung. Schauen wir mal. Eine Zielattrappe. Ja. Ja. Müsste eine Schamanenkarte sein, der Farbe nach. Ja, und Überladung, klar. Hat nur der Schamane. Chance von 50% einen anderen Feind anzugreifen. Ja, aber wenn hier kein anderer Feind ist, ist das eine 100% Chance, ihn für 10 ins Gesicht zu hauen. Schilde hoch! Das funktioniert. Tja, das war Pech. Bums. Bums. Kostenlosen Lebbar-Gnom nehme ich gerne. Oh. Vernichtet ein Wildtier. 6-3. Normalerweise kostet der 5. Keine wirklich gute Statistik dafür. Aber es ist natürlich gegen die ganzen Jäger, Facehunter, Metadecks ganz nützlich. Aber trotzdem, 5 Mana für eine 6-3-Karte. Na. Igidigit. Okay, das Ding muss sterben. Und du auch. Bums. Fügt dem feindlichen Helden jedes Mal 2 Schaden zu. Klingt lustig. Gib mir mal mehr Portale. Danke. Vernichte 2 zufällige Diener. Interessant. Und da ist schon wieder dieses nervige. Ja. Irgendwas Cooles? Nichts. Wirklich.
Machen wir den mal günstiger. Und, ja, das war's. Den könnte ich zwar noch spielen, hätte ich spielen können, aber, na. Na. Vielleicht habe ich ja Glück und er zieht ein Wildtier. Nein, ein Chromagus. So ziemlich der beste Legendary, den es gibt, finde ich. Dass man quasi immer zwei Karten zieht. Und es ist ein Drache. Verursacht zwei Schaden. Hilft mir nicht wirklich. Lichtwächterin? Zu den Waffen! Bums? Vielleicht hätte ich das auch besser aufheben sollen. Ich weiß es nicht. Ach komm. Der Nervenwitzel der Jagd. Spielen wir den auch noch. Und damit ist er quasi tot. Das hilft dir nicht. Ich habe euch im Blick. Das auch nicht. Magie registriert. Das hilft ihm. Nehmt das, Bestie! Oder den Chromagus. Ja. Nee, Moment. Der hat nur drei Leben. Dann im Namen des Lichts. Machen wir das und das. Und aus lauter Sinnlosigkeit spielen wir das. Schatten des Nichts. Euer Gegner hat keine Diener. Immerhin haben sie dran gedacht. Da auch noch für diesen Fall irgendwas einzubauen. Ja, okay. Was reichlich Sinnloses, ja. 0-1. Kann man natürlich auch noch irgendwie buffen. Mit einem Ersatzteil oder halt irgendwelchen anderen Zauberkarten. Oh, danke! Wenn du jetzt die Lichtwächterin nicht tötest, dann bist du dumm. Okay, aber er macht's. Ansonsten hätte mir nämlich dieser schöne Lichtbrunnen gerade das Buffs gegeben. Befolgt die Regeln. Nee. Das war gemein. Aber okay, dadurch überlebt er noch. Rüstung, die passt. Nehmt das, Bestie! Zögern wir das Spiel noch ein bisschen raus. Wir haben ja noch Karten. Die Portale sind ja ganz lustig. Hallo? Du nicht nehmen Kerze. Okay. Und noch ein Portal. Oder? Warum zögert er? Interessant.
Lacht ihr über mich? Pop. Die Krabbe. Ui. Ich finde es interessant, dass er weiter zieht. Noch so ein Griff. Lacht ihr über mich? Haltet ihr das etwa für lustig? Krabbe? Ah, Krabbe kann leben. Wenn ihr jetzt auch nochmal tappt, dann weiß ich nicht. Arrgh! Warum zieht der sowas Gutes? Ich meine gut, ich habe 28 Leben noch, also... Von daher kann ich ihn ja eigentlich auch weiter hier mit diesen dämlichen Würmruh-Agent weiterhauen. Und ihn dadurch langsam, aber sicher sterben lassen. Oder wir ziehen sowas. Haltet ihr das etwa für lustig? Pop. Haltet ihr das etwa für lustig? Pop. Okay, wir haben keine Diener im Deck. Von daher ist dein Kampfschrei auch sinnlos. Ja. Greif mich an. Macht keinen Sinn. Erhaltet eine Kopie eines feindlichen Dieners auf die Hand. Und ich darf mir sogar noch aussuchen, welchen. Dann nehme ich doch den Yeti. Haltet ihr das etwa für lustig? Pop. Haltet ihr das etwa Pop. Für lustig? Nein, frag nicht, warum ich das gemacht habe. Dem Ruf des Lichts. Ew. Okay, vielleicht war das mit dem Heilen doch eine doofe Idee. Ja, es macht 2 Schaden, weil Portale 2 kosten. Und was anderes ist... ja gut, nicht viel anderes ist im Deck. Er haut den Yeti. Okay. Ja, plus ein Leben. Plus ein Angriff wäre mir lieber gewesen. Oder Leben und Angriff vertauschen. Wäre auch ganz nützlich. Nee. Und jetzt haut er auch noch meine Sinnlosviecher kaputt. Er hält plus eins, wenn er den als Ziel auswählt. Nee, das ist ja praktisch mit dem Ersatzteil. Zack. Auch wenn er es immer noch töten kann. Aber immerhin geht auch sein Zeug... na, bis auf das da drauf. Aber was hat er da eben von dem hier für eine Paladin-Karte wohl gekriegt? Hat er die gespielt? Nee. Mögen meine Vorfahren über mich wachen. Ich mag dich nicht. Dich mag ich auch nicht. Verleiht einem befreundeten Diener.
bist fast um. Schade, sonst könnte man damit hier so einen dämlichen Spotttypen einfach mal unsichtbar machen und dann mit Ansturm dadurch angreifen. So. Diesmal überlebt er. Immerhin etwas. Und langsam wird es Zeit, dass ich ihn töte. Schilde hoch! Ich wollte doch mal wieder eine 30-Minuten-Folge haben. Nee. Aua. Der Sieg gehört den Karls. Was töten wir? Ich kann den für 2 heilen. Wenn ich den angreife, hat er noch 2 und kriegt dann 4. Ja. Langsam wird's kritisch für mich. Portale. Okay, Dalaran Mage kostet mich nix. Ich bin trotzdem tot. Ich bin trotzdem tot. Verdammt. Ich hätte mich heilen sollen. Moment, das hätte auch nichts genutzt. Ich hätte ihn nicht heilen sollen. Das war dumm. Das war dumm. Und ich dachte, es würde die Partie noch ein wenig interessanter gestalten, aber... Hat es nicht wirklich. Na gut, das ist zu viele Portale in Hearthstone. Und ich hoffe, der Modus kommt demnächst bald wieder. Ich mag es, auch wenn ich jetzt nur so semi-erfolgreich damit war. Aber es kommen da manchmal echt kuriose und lustige Partien mit zustande. Und ja, wenn ihr das Video sehen könnt... gibt's den Modus wahrscheinlich noch für ein paar Stunden, wenn ich es schaffe, das rechtzeitig hochzuladen. Und ansonsten müsst ihr euch bis Dienstag, Nachmittag, Abend gedulden, bis dann der nächste Modus kommt, von dem wir alle noch nicht wissen, was es wohl sein wird. Aber Kartencross ist jetzt schon fast so mit mein liebster Spielmodus geworden hier. Einfach weil immer oder häufig so jede Menge Unsinns und ungewöhnliche Sachen damit passieren. Und da stecken schon coole Ideen drin. Ich bin der Zaunfall, ich bin raus und sage Tschüss und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.